Ein herzliches Gut Kick in die Runde. Freunde, das letzte Mal war die belgische Fußballnationalmannschaft gesucht und das hatten die meisten von euch auch richtig gehabt. Ich frage mich, wie es Jack nach dem ersten Quiz geht. Hat er noch Bock mitzumachen? Geht's ihm noch gut? Ist alles okay bei ihm? Bonjour, Madame et Messieurs. Ich muss sagen, etwas enttäuscht war ich schon, dass Frankreich nicht das gesuchte Land war. Mais oui, ist es peut-être heute Frankreich? Nein, ist es nicht. Aber jetzt starten wir mit dem 7-Fakten-Fußball-Quiz. Warum flüstere ich eigentlich? Fakt Nummer 1. Diese Nationalmannschaft konnte sich 1984 das erste Mal für eine Europameisterschaft qualifizieren. Fakt Nummer 2. Seit 2009 ist diese Mannschaft konsequent unter den Top 10 der FIFA-Weltrangliste. Fakt Nummer 3. Diese Mannschaft ist für die EM-Endrunde in dem Lostopf 1 gesetzt gewesen. Fakt Nummer 4. Der ehemalige Kölner Spieler Maniche gehörte auch mal zu diesem Nationalteam. Fakt Nummer 5. Im Jahr 2000 besiegte diese Nationalmannschaft Deutschland in der Vorrunde mit 3:0. Fakt Nummer 6. Der Weltmeistertrainer Felipe Scolari hat auch mal diese Nationalmannschaft trainiert. Fakt Nummer 7 und der letzte Fakt. Der erfolgreichste Platz war bisher Platz 2 bei einer EM-Endrunde. Man unterlag im Finale gegen Griechenland. So Freunde, seid ihr auf die richtige Lösung gekommen? Wenn ja, ab in die Kommentare damit. Schreibt mir wie immer auch rein, wenn ihr nicht auf die richtige Lösung gekommen seid. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß am 7-Fakten-Fußball-Quiz. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, würde mich doch sehr freuen. Leute, bleibt am Ball und genießt die EM. Macht's gut, euer Sohn. Ciao.